Glaubst du, dass Arne unterwegs vergessen hat, wo er hin will? Nein, Daniel hat mir versprochen, dass er ihn persönlich vorbeibringt. Meinst du nicht, dass Arno sich da ein bisschen bevormundet vorkommt? Olli, Arno hat eine Nacht auf der Parkbank verbracht, weil er nicht mehr wusste, wo sein Zuhause ist. Mit der Lungenentzündung ist er ja quasi noch glimpflich davongekommen. Charlie, ich meine auch eher deine Zettel hier. Ja, und? Vor einiger Zeit, wenn du dich erinnerst, hat er beinahe die Wohnung abgebrannt, weil er einen Plastiktopf auf den Herd gestellt hat. Ich versuche nur zu verhindern, dass sowas wieder passieren kann. Charlie, du kennst doch Arno. Hier, Pfannen. Der wird ausrasten und dir vorwerfen, dass du ihn nicht ernst nimmst. Wir können es uns langsam nicht mehr leisten, immer Rücksicht auf seinen Dickschädel zu nehmen. Begreifst du das? Komm her. Ich hatte noch nie solche Angst um ihn. Der Gewinner des Designwettbewerbs erhält die Möglichkeit, sein Kleid beim großen Hochzeitstag von Marlene von Lahnstein zu demonstrieren. Das heißt präsentieren. Meinetwegen. Hallo. Hey, Olli, was machst du denn? Oh, shit, unser Date. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du mich vergessen hast. Und deswegen habe ich das Sushi gleich mitgebracht. Warte hier, ich bin sofort wieder da. Okay. Lass mich raten. Auf dich wartet auch ein bestimmter Mann. Von wegen warten. Daniel ist mit Dana schwimmen. Das ist jetzt ein Problem? Natürlich ist das ein Problem. Wenn du mit deinem Sushi da rumwedelst, ist Dana gerade dabei, meinen Freund zu verführen. Das ist kein Witz, Olli. Jessie, wir reden schon von unserer Dana. Ach, ist kalt. Süß. Ja, so ähnlich. Warte mal. Erst unterstellst du mir, dass ich dich bei Daniel verpetzt habe. Jetzt will Dana... Du hast Dana nicht gesehen. Sie ist nicht mehr das kleine, süße, liebe Pferdemädchen. Sie will Rache, Olli. Hast du zu viele Horrorfilme? Und selbst wenn... Daniel müsste bei Danas Plan doch erstmal mitmachen. Daniel ist ein Mann. Das erklärt natürlich alles. Alles klar, wir haben eine halbe Stunde. Bitte. Im Gegensatz zu dir, die Ausschreibungen müssen sofort zum Postausgang. Ich bringe sie am besten gleich persönlich dahin. Aber... Schneller.